Hi, ich bin Patty. Herzlich willkommen zu Magnolias on the Run mit dem neuen Format Who Am I Today? Und wir sind heute hier im brandneuen Magnolia-Studio und ich habe zwei wundervolle Magnolias an meiner Seite. Einmal Leo von Leo liebt und einmal Julia von Xleta. Und die beiden werden sich gleich nach einem bestimmten Fashion-Thema stylen. Und welches das ist, das bekommen wir jetzt gleich raus, wenn wir am Attitude-Wheel drehen. Und ich würde sagen, los geht's. Okay, Hippie Maniac. Die Interpretation liegt ganz bei euch. Ihr bekommt jetzt 15 Minuten Zeit und könnt euch da hinten Sachen aussuchen und euch nach diesem Thema stylen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ihr habt 15 Minuten ab jetzt. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Ja, das gefällt mir leider auch. Ich brauche noch irgendwas für unten drunter. Aber deins ist auch nicht schlecht. Scheiße. Nein, das passt auch nicht. Hast du Hosen da drüben? Darf ich mal zu dir rüberkommen? Ja, darfst du. Solange du mir nichts wegnimmst. Geh mal auf deine Seite, ne? Mach mal. Ich finde aber auch keine schönen Unterteile. Nein, hier gibt's gar keine Unterteile. Das hier nehme ich schon mal. Wie findest du das hier? Hatte ich auch schon überlegt, aber... Ist zu schwarz-weiß, ja, noch zu neutral, ne? Nicht knallig genug, ja. Ich überlege, hier sind irgendwie solche Leggings-Dinger. Bitte? Solche, keine Ahnung, was für Hosen. Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Und das ist alles nicht knallig genug irgendwie. Und ich finde keine Unterteile. Liegt da nicht bei dir irgendwo noch eine Strumpfhose, hatte ich gerade gesehen? Unten drunter irgendwo? Warte. Ja, mal rüber. Danke. Die würde im Zweifelsfall dann wenigstens zu dem roten Kleid gehen. Hast du hier irgendwo Handtaschen? Hier sind drei, vier. Die sind aber auch nicht knallig. Oh! Knallige Gürtel. Welchen willst du? Den pinken, wenn du ihn nicht willst? Nö, grün passt auch gut. Obwohl, bei dem einen Kleid ist sogar schon einer dabei. Und zu dem anderen Kleid sieht es eher blöd aus. Kann man mit der Kette was machen? Scheiße! Oh Gott! Egal, lass clean. Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Die ist auf jeden Fall nicht, die ist zumindest knallig so ein bisschen. Ich glaube, die ist nicht hippiehaft genug, kann nee, das sein? Guck mal, die Hose, die wäre halt auch irgendwie nee, die ist cool, aber die ist halt überhaupt nicht hippie, oder? Nee. Nimm die mal raus. Das ist geil. Oh, das war doch ein bisschen. Das ist auf jeden Fall hippie, kannst du mal anprobieren. Ich glaube, das ist aber etwas glaub, das lang. Auf dem Boden, ja. Anprobieren dürfen wir nicht. Ah, ich habe was gefunden, oder? Guck mal. Perfekt. Ja, wir müssen uns ja jetzt für eins entscheiden. Was nimmst denn du? Ich glaube, ich nehme das Große. Das Große? Mit Haarband ja auf dem Boden und... Wahrscheinlich, ne? Ja, ist dann halt so. Okay. Haarband? Hast du keine Haarbänder? Nee, aber ist halt so ein ganz normales Tuch. Ach so. Wo hast du das her? Wo sind die? Liegt ja, da lag noch ein anderes. Wo? Das hier? Ja, ich glaube, das war das. Das sind den Gürtel. Also das ist ja mehr so ein Oberteil, der hängt ja... Aber ich finde den Gürtel cool. Ja, der Gürtel ist dann kannst cool, du auch ne? zu dem oder so nehmen. Ja, und welches würdest du dann eher nehmen? Das hier wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube auch. Okay, dann probiere ich das. Gucken, wenn ich den Gürtel hier rausziehe. Das ist übelst süß, aber passt gar nicht zum Thema. Ja, ich habe auch schon gedacht, dass es voll süß ist. Aber zum Thema, nein. Sag mal, ist das eine Hose oder ein Rock? Ich weiß nicht. Ich glaube, das Boah, ist das ist eine Hose, die ist cool. Ja, die kann sogar passen. Dann bräuchte ich noch eine knallige Bluse dazu. Ich guck mal drüben. Ich habe noch eine knallgelbe Hose, falls sie dir was bringt. Ja, die habe ich eben auch schon gesehen, aber ich glaube, nein.
Ich glaube, das ist noch zu unknallig, weil die Hose ja schwarz-weiß ist. Also dein Outfit steht, ja? Ja, ich glaube schon. Das ist schön, wenn nicht das Unterteil da dran wäre. Das habe ich mir auch schon gedacht, weil das ist zumindest extrem knallig, aber es ist auch viel zu groß. Ah ja, was hat aber schon eine Ehre. Ja, das ist viel zu groß. Ich will noch so schön. Ja, ich will eine Handtasche. Ja, mit Taschen ist es echt eher mau. Boah, ich weiß immer noch. Scheiße, Julia, wir haben nur noch 7 Minuten. Wir müssen uns noch schminken. Ja, das sag ich jetzt. Lippenstift geht nicht auf. Julia, ja? Hab gerade gesehen, ich habe gar keinen knalligen Lippenstift. Hast du welche auf deiner Seite? Ich habe einmal knallrot und einmal knallpink. Zeig mal, welcher besser zum Kleid passt. Das ich haben wir jetzt denselben Lippenstift? Schon. Egal. Okay, ja, dann erst mein Augenbrauen gehen. Dann mache ich mir die einfach drüber. Das sieht man eh nicht aufs Schwarz. Ich glaube, meine Haare. Oh, jetzt schmier ich mir die ganze Zeit den pinken Lippenstift unter die Augen. Und ich habe ihn auf den Zähnen. Ich glaube, meine Frisur passt eh schon ganz gut zu Hippie, oder? Dann lass ich die einfach. Hier sind nur noch 2 Ketten. Ich weiß nicht, ob du die willst. Das Ding fällt doch, wieder um. Doch, Kette wäre, glaube ich, ganz so gut. So eine grüne ist hier und so eine orange. Ich glaube, ich nehme die orange, ne? Okay. Dann fällt das Ding hier gleich wieder um. Danke. Bitte. Okay. Ich könnte mich umziehen. Ja, ich mich auch. Ich denke, aus den Sachen, die ich jetzt gefunden habe, kann man was machen. So, und da ist auch schon unser erster Hippie-Maniac, nämlich Julia. Ja, erzähl mal, was hast du für uns hier zusammengestellt? Ja, also ich wollte auf jeden Fall mein Kleid haben und habe dann so ein schönes grünes gefunden, was auch noch so ein bisschen blau hat. Hat mir sehr gut gefallen, passend zum Thema. Und da wollte ich noch ein bisschen Neon mit reinbringen und habe dann neongelbe Schuhe genommen und einen neonpinken Gürtel. Ja. Und dann wollte ich auch noch so ein Haarband haben, habe aber nur eine Leggings gefunden und das ist dann jetzt daraus geworden. Aber gefällt mir ganz gut. Okay, also du bist ein Neon-Hipster-Hippie. Ja, sozusagen. Okay, gut. Und würdest du selber überhaupt anziehen? Ja, zu so einer Motto-Party bestimmt irgendwann im Sommer. Ja. Das ist ganz schön. Ja, das macht auch schon so ein bisschen Sommerlaune. Vielleicht für ein Festival, da kann ich es mir ganz gut vorstellen. Wie war es denn von der Zeit? Bist du gut klargekommen oder war es sehr hektisch? Also am Anfang war es echt ein bisschen hektisch, weil ich einfach nicht wusste, was ich jetzt so genau will, wo es ist. Und dann habe ich aber das Kleid gefunden, da wusste ich schon so, was ich drumherum basteln kann. Ja. Und das rausgekommen. Sehr, sehr schön. Hast du wirklich toll umgesetzt. Danke. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was Leo so gefunden hat. Puh, das war stressig. Ich habe jetzt aber Gott sei Dank alles zusammen und ziehe mich jetzt mal schnell um. Unser zweiter Hippie-Maniac, Leo. Ja. Ja, Leo, erzähl mal, wie war es für dich? Was hast du gefunden? Für mich war es super stressig, deswegen bin ich auch eher ein Alltags-Hippie als so ein Hippie-Hippie, so wie die Julia. Ich habe versucht, das Ganze durch die Neonfarben von der Strickjacke, vom Lippenstift und durch die vielen kleinen Blumen so ein bisschen das Thema aufzugreifen. Ich hoffe, es hat geklappt. Es ist auf jeden Fall eher alltagstauglich. Also ich finde es auch wirklich sehr schön und ich würde es auf jeden Fall im Alltag tragen. Sehr schön. Wie war es von der Zeit? Bist du gut klargekommen oder hat es dich so gestresst? Es ging, also es hat mich schon gestresst, da ich einfach nichts Richtiges gefunden habe und dann gegen Ende war das eher so eine Notlösung, dass ich es einfach gegriffen habe. Ja, ist schon kurz, 15 Minuten. Aber ich muss sagen, bei dir habe ich vorher schon gedacht, als ich dann gesehen habe, was das Motto ist, die Frisur hattest du ja schon. Also ich meine so, ein bisschen geflochten ist auf jeden Fall hippie und ich finde es sehr schön und sehr gelungen. Gut umgesetzt. Dankeschön.
So, liebe Community, das waren jetzt die zwei Looks, die die beiden für uns kreiert haben. Und wir sind jetzt gespannt auf eure Meinung. Schreibt mal in die Kommentare, wer von den beiden das Battle gewonnen hat. Wir sind sehr gespannt darauf. Und es wäre natürlich super toll, wenn ihr bei der Aktion auch mitmacht. Schickt uns eure Fotos mit dem Hashtag MagnoliaHippieManiac. Und wir sind gespannt, wie ihr das Thema umsetzen würdet. Also schaut einfach mal in euren Kleiderschrank und versucht mal irgendwie so ein Outfit zusammenzustellen. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Ihr findet die beiden natürlich in der Infobox verlinkt und hier unten findet ihr noch zwei weitere Videos. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss! Tschüss. Tschüss.